Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zu einem neuen Video und ihr seht schon, was ich hier habe, ein Riesenkarton. Und das packen wir jetzt mal aus. Das ist eine Maschine, die ich mir gegönnt habe, wenn ihr mal guckt. Das ist eine Sägeblatt-Schärfmaschine. So, also, da stellt sich die Frage, Sägeblatt selber schärfen oder zum Schärfen geben. Wir gucken mal, was da drin ist und wie das funktioniert. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ob ihr es selber machen wollt oder nicht. Nach dem Intro geht's los. So, dann lasst uns mal auspacken. Also, es soll jetzt erstmal um ein Unboxing-Video gehen, dass ihr mal seht, was ist da so alles drin. Ich habe schon mal aufgeschnitten, aber noch nicht aufgemacht. Von daher machen wir das jetzt einfach mal gemeinsam. Lasst uns mal reingucken. Was haben wir hier? Wir haben eine Beschreibung. Eine Beschreibung. Ich hoffe auf Deutsch. Das wäre sehr gut. Ja, deutsche Beschreibung. Also es ist eigentlich mehrsprachig, so wie es aussieht. Ja, hat mehrere Sprachen. Englisch auch dabei, etc. Brauchen wir aber nicht. So. Und hier gibt es noch ein Beiblatt, was auch immer das ist. Ach, das ist eine Teileliste. Also da seht ihr für die Installation, das ist ein Zusammenbauplan mit einer kurzen Beschreibung. Den gibt es allerdings leider nur auf Englisch. Naja, gut. Aber an den Bildern kann man ja relativ gut und viel erkennen. So, also einmal einen Plan und eine Beschreibung. Dann haben wir hier ein Paket aus, was sind das? Werkzeug, Schrauben, Schraubenschlüssel, irgendwelche Scheiben, Unterlegscheiben, ein Griff, so ein Sterngriff, so sieht es aus. Ja. Dann haben wir hier, was ist das hier? Gucken wir rein. Na, wo geht's auf? Hier. Das ist, glaube ich, genau. Das ist das Diamantschleifblatt. Schaut mal hier. Ja, da seht ihr auch die Größe, im Fall man nachkaufen muss. Also sehr fein alles hier. Ja, cool. Sieht sehr wertig aus auch. Von daher bin ich mal gespannt, was da sonst noch aus dem Karton schlüpft. So. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Tja, Maschinchen gut eingepackt. In Folie. Ah. So, jetzt heben wir die mal raus. So, und was ist das hier? Ah, das ist der Arbeitsarm. Wow, das Ding ist richtig schwer. Ja, das war's dann. Mehr ist nicht. Die Schachtel können wir jetzt zur Seite stellen. Ich habe es jetzt mal ausgepackt alles, habe es mal alles hier so aufgebaut und zeige euch jetzt mal, was so alles in dieser Kiste oder beziehungsweise in diesen Kartons und diesen Tüten drin war. Das ist ja mal so ein Inhaltsverzeichnis oder einen Inhalt bekommt. Ja, starten wir mal mit dem eigentlichen Herzstück, nämlich mit dem Maschinchen selber. Ihr seht, die Dinge sind schon teilweise montiert oder ist schon montiert, bis auf jetzt hier diesen Schlitten. Das ist der Schlitten, auf dem das Sägeblatt eben montiert wird. Hier ist der Aufnahmedorn. Dieser Schlitten ist bereits drin. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen genau anschauen, dann ist hier kein Spiel drin. Das heißt, es ist eigentlich sehr genau gearbeitet. Da bin ich überrascht. Das hätte ich jetzt erwartet, dass da ein bisschen mehr Spiel ist und dass es dann geklemmt wird. Aber das ist nicht so. Ich kann hier aufmachen. Und ihr seht, ich kann es zwar vor und zurück bewegen, so soll es ja auch sein. Aber es hat kein Spiel. Also das ist schon ganz gut. So, wird hier nochmal geklemmt, um einfach die Position zu arretieren. Ja, hat hier zwei Schrauben, um, ich denke mal, hier aufgebaut zu werden. Das machen wir nachher auch gleich. Aber gucken wir uns die Teile erstmal zunächst noch vollständig an. Das hier ist für die Schleifscheibe eben der Schutz, der hier vorne drauf kommt. Dann haben wir hier die Füße, die hier montiert werden, an diesen Löchern montiert werden. Distanzringe für die unterschiedlichen Sägeblätter. Das ist ein 30er Distanzring.
Und der kleinste hier, ich meine, das ist irgendwie 15. Aber wir messen gerne natürlich nach. Für diejenigen, die das genau wissen wollen. Na, wir haben hier 20. Dann haben wir einmal 22. Dann haben wir 25. Und das hier ist doch, wie gesagt, der 30er, genau. So. Also, das sind einfach für die Aufnahme der unterschiedlichen Sägeblätter gedacht. Dann haben wir einen Schlüssel, wir haben Imbusschlüssel, diverse und hier einen Sterngriff aus Kunststoff mit einer Druckplatte und einem Gummi. Das ist quasi die Befestigung für Sägeblatt. So, das ist das, was als Maschine oder beziehungsweise ja, als Inhalt da drin ist. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir einfach mal die Themen zusammen. So, das heißt also, wir beginnen damit, dass wir hier diesen Schlitten da anbauen. Das heißt, die zwei Schrauben raus. Diesen Schlitten hier drauf. Jetzt müssen wir gucken, ob da irgendwas beachten muss. Sieht nicht so aus. Den setzen wir jetzt mal hier auf. Der zentriert sich hoffentlich. Nee, da ist aber kein Imbusschlüssel dabei, der das Ganze, wo man das Ganze anziehen kann. Da müsste also einen eigenen Imbusschlüssel arbeiten. Der ist nicht dabei im Inhalt. So, ich hole den mal. So. So, fühlt sich ganz gut an, ist also auch sehr fest und ist massiv aus Guss. Also von daher eigentlich ganz gut. So, das ist wahrscheinlich die Sägeblatt für die Sägeblatteinstellung. So, das haben wir jetzt mal geschafft. Jetzt haben wir hier den Schlitten, der sich vor und zurück bewegen lässt. Mit dieser Kurbel muss man sicherlich ein bisschen Öl dran packen, dass das ein bisschen ohne Geräusch läuft. Das ist ein bisschen Geräusch. Wo kommt das her? Naja, da ist auf jeden Fall da unten eine Spindel drin, mit der wir dieses Teilchen, diesen Läufer eben zurückziehen können. Wir haben jetzt mal die Füße montiert. Füße sind dran. Wir haben auch die Schleifscheibe, die Diamantschleifscheibe montiert. Bei der Diamantschleifscheibe muss ich euch hier mal zeigen, das ist eine Arretierung. Und zwar habt ihr hier eine Arretierungsmöglichkeit. Hier steckt ihr einfach diesen Imbusschlüssel rein. Und der blockiert dann das Ganze, sodass ihr hier diese Mutter anziehen könnt. Ja, sonst dreht sich ja der Motor durch. So, ja, Schleifscheibe ist drauf. Ihr müsst einfach darauf achten, dass der gerade Teil der Schleifscheibe, es gibt also einen konischen Teil und einen geraden Teil, dass der gerade Teil nach vorne zeigt, also in diese Richtung zeigt, sodass ihr hier diese Beschriftung auch lesen könnt. Und dann ist die Scheibe auch richtig montiert. So. Zum Schutz vor rumfliegendem Schleifstaub gibt es hier diese Kappe, die wird einfach hier oben aufgesetzt und wie so ein Bajonett dann verdreht, rastet auch ein und dann ist diese Scheibe abgeschlossen. Ja, vielleicht ganz kurz was zu diesem Schlitten hier. Der Schlitten hat mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt also hier einmal diesen Schlitten verdrehen, insgesamt verdrehen. Dazu müsst ihr diese Schraube öffnen. Dann lässt er sich hier grob einstellen. Man sollte immer gucken, dass es irgendwie hier, dass er parallel ist oder beziehungsweise dass er gerade eingestellt ist. Das hier ist eine Zwangsführung, die ist immer offen. Das ist der Schlitten, den wir brauchen, um das Sägeblatt nach hinten wegzuziehen, zu verdrehen und wieder ranzufahren, ohne dass wir dieses gesamte Konstrukt hier verändern und auch die Gradzahlen verändern. Das ist die Arretierung für die
für die Verstellung des gesamten Schlittens hier oben. Die wird hier arretiert, die müsst ihr immer zumachen, ansonsten habt ihr da ein bisschen Spiel drin, aber wenn zu ist, ist alles in Ordnung. Und somit kann der Schlitten auch nicht vor und zurück bzw. sich verdrehen. Ja, bauen wir mal das Sägeblatt auf. Dazu braucht es einfach dieses Sägeblatt. So, darauf müsst ihr achten. Wenn ihr das Sägeblatt aufbaut oder einstellt, dann müssen diese Zähne in diese Richtung zeigen. Also wie wenn sich das Sägeblatt so drehen würde im Arbeitsbereich. Dann schrauben wir hier mal diesen Distanzring auf. Das ist der Distanzring für diese Scheibe, das ist ein 30er. Setzen die Scheibe ein, oder beziehungsweise das Sägeblatt ein, nicht die Scheibe, sondern das Sägeblatt ein. Dann kommt dieses Metallteil oben drauf, das ist so ein Spannblech, um dem Ganzen dann beständig Spannung zu geben, hat der Maschinenhersteller hier ein Gummiteil vorgesehen und dann kommt dieser Sterngriff oben drauf. Dann schreibt er das Ganze fest. Ruhig gut festschrauben. So, und das da dient auch gleichzeitig als Griff für zum Hin- und Herfahren. Daran nehmt ihr das Sägeblatt oder ihr nehmt es hier, wie auch immer. Ne? Also könnt ihr auf beiden Seiten oder beide Möglichkeiten benutzen. So, jetzt ist ganz wichtig, der Zahn hier hat eine Gradzahl, das ist übrigens auch auf dem Sägeblatt angegeben. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz. In meinem Freud-Sägeblatt seht ihr hier eine Zahnzeichnung, die dort auf dem Sägeblatt drauf ist. Findet ihr eigentlich fast auf jedem Sägeblatt. In dem Fall sind es bei mir hier zur geraden Achse 15 Grad. Das heißt, wir müssen diesen Schlitten 15 Grad zum Schleifkörper einstellen. Das machen wir jetzt mal. So, dazu löst ihr hier hinten die Arretierung. Hier hinten wird die Arretierung gelöst. Ja, die lösen wir jetzt mal. Und dann könnt ihr hier die Gradzahl einstellen. Das ist die Gradzahl von 0, das wäre jetzt gerade. Und diese 15 Grad, das ist das, was hier auf dem Sägeblatt angezeichnet ist. Die stellen wir jetzt hier ein. So, wir haben jetzt die 15 Grad eingestellt, das ist quasi die Flucht im Zahn zum Schleifblatt. Das heißt, wenn wir nach vorne fahren, dann seht ihr, dass der hier gerade anliegt, ja, dass der auch parallel zur Schleiffläche anliegt. Was wir jetzt allerdings noch machen müssen, ist dieses Teil hier einstellen. Das ist ein Begrenzer, also ein Drehbegrenzer, und der schlägt immer am benachbarten Zahn an. Das heißt, ihr stellt den so ein. Ihr legt den zuerst mal an, diesen zu schleifenden Zahn legt ihr an, um dann den hier genau einzustellen. Und somit ist gewährleistet, dass wenn ihr das dreht, das heißt, ihr dreht es dann, dann ist der nächste Zahn genau gleich geschliffen wie der vorangegangene. So, ich will euch ganz kurz zeigen, wie man am besten das Sägeblatt zur Schleifscheibe einstellt. Ich habe jetzt hier mal ein Sägeblatt stilistisch zwei Zähne angezeichnet. Das sind die Zähne. Ja, seht es mir bitte nach, dass das Ding weder rund noch sonst irgendwas wird, wenn ich es zu Ende zeichnen würde. Aber das ist einfach nur stilistisch dargestellt. So, wichtig ist ganz einfach, dass die Schleifscheibe, dass die so eingestellt ist, dass sie eben hier den Part schleift. Und der ist ja mit 15 Grad eingestellt zur normalen Achse. Und die Schleifscheibe selber, die muss hier bis hier unten, bis dahin, muss die laufen. Das heißt also, bis zum Zahngrund soll man so etwas einstellen. Im Grunde genommen liegt die Schleifscheibe so drin. Ich zeichne sie mal ein. Ja, das ist die Schleifscheibe. Und die dreht sich da und schleift dann praktisch diese Fläche. Und aber immer bis zum Zahngrund. Wenn ihr es nicht bis zum Zahngrund macht, dann habt ihr hier so eine Ecke drin irgendwann. Ja, dann sieht das irgendwann so aus. Dann habt ihr das geschliffen, zurückgeschliffen und hier bleibt eben diese Kante stehen, was dazu führt, dass euer Span genau da bricht. Und das soll er ja genau nicht.
Er soll ja im Grunde genommen so abgeführt werden. Deswegen gibt es ja diese Rundungen, dass er so abgeführt wird. So, ja, das nur zur Einstellung. Und ja, jetzt schleifen wir mal das Sägeblatt. So, die Einstellung dieses Pins hier, die nimmt er quasi von unten vor. Also da ist die Schraube unten. Da müsst ihr unten mit dem Imbusschlüssel, hier unten mit dem Imbusschlüssel aufmachen. Dann diesen Pin, den man wirklich weit verdrehen kann, so einstellen, dass eben hier das im benachbarten Zahn oder im Zweitnachbarzahn, wie auch immer, dass der dann dort eingreift und dort anschlägt. Wenn ihr das gemacht habt, dann, ja, dann machen wir mal die Maschine an, dass ihr mal hört, wie laut ist die. Ich mache jetzt einfach mal an, hört mal einfach zu. Also ihr hört, super leise, ja. Das ist überhaupt kein Krach, kein gar nichts. Ich habe es eigentlich viel lauter erwartet, aber ist gar nicht so. Und die Scheibe läuft auch sehr rund. Die Vibrationen sind ganz, ganz, ganz wenig, um nicht zu sagen minimal. Aber das ist, jede Maschine vibriert ein kleines bisschen. Wichtig ist ganz einfach, dass der Schliff hinterher passt. Und den probieren wir jetzt mal aus. So, pass auf. So, ich fahre jetzt mit dem Zahn nach innen und guckt immer, dass er so ranfahrt. Und jetzt drehen wir das langsam dort drin. Jetzt verdrehen wir es, fahren wieder nach drin. Der nächste Zahn. Nächster Zahn. Und so mache ich das jetzt mal mit allen Zähnen und dann gucken wir uns nachher das Ergebnis an. So, für alle, die technische Daten zur Maschine haben wollen, also diese Maschine ist eigentlich für den Hobbybereich ausgelegt. Das ist jetzt keine Maschine, die ein professioneller Schleifer kaufen würde, sondern das ist alles für uns Hobbybastler und Heimwerker gedacht. Und dafür macht sie aber auch wirklich einen Top-Job. Also das Sägeblatt, das wir geschliffen haben, das gucken wir uns nachher an. Und da werdet ihr sehen, dass die Zähne wirklich richtig super scharf und schön geschliffen sind. Das sind sie auf jeden Fall. Es ist eine Diamantscheibe drauf, das kann ich euch sagen. Es ist die 700er Variante, es gibt noch eine 1000er Variante. Bei der 1000er Variante wird hier eine Verlängerung angebaut an den Tisch. Oder es ist der komplette Tisch verlängert und damit habt ihr die Möglichkeit, größere Sägeblätter zu schleifen. Aber die Frage ist, naja, wir haben jetzt hier 700, das bedeutet, wir haben ein Sägeblatt Max, also Durchmesser von 700 mm. Ja. Und wer mit größeren Sägen arbeitet, sorry, der ist irgendwie im Forstbereich unterwegs. Aber es gibt ja auch so Menschen, die haben eine Wipsäge für Brennholz. Auch das kann mit dieser Säge geschliffen werden. Also dieses Sägeblatt auch, die haben in der Regel 700 mm. Ich selbst habe so eine Säge und kann die also auch damit schleifen, ist auch nicht schlecht. Aber 700 mm ist völlig ausreichend. Naja, von der Betriebsdauer sagt der Hersteller, naja, so 2 Stunden am Tag Betriebsdauer ist so das Gang und Gäbe. Das ist auch das, was der Motor aushält. Das ist das, was so im Grunde genommen in Anführungszeichen Dauerbetrieb darstellt. Wir haben zwischen 80 und 700 mm, wie gesagt, den Einstellbereich, der sich hier eben über den Schlitten darstellt. Wir haben links und rechts, also wir können 20 Grad nach links und nach rechts so neigen. Also ich kann den Motor komplett in diese oder in diese Richtung neigen. 20 Grad, das ist die maximale Verstellung hier. Und 40 bzw. 35 Grad hier unten über den Schlitten. Das heißt, das ist die Zahnstellung. In der Regel ist so, zumindest in meinen Blättern ist es so, dass der Zahn gerade steht. Das heißt also, die 20 Grad hier in der Verstellung brauche ich gar nicht. Wir sind hier nach wie vor auf Null. Und diese Blätter werden dann eben so geschnitten oder beziehungsweise so geschliffen. Ja, wir haben 250 Watt als Motorleistung, völlig ausreichend. Das Ding bleibt also definitiv nicht stehen. Und so brutal soll man an diesen Zahn ja auch gar nicht ranfahren, weil sonst glüht er aus.
Und wir haben 230 Volt. Die ganze Maschine wiegt insgesamt, der Hersteller gibt an, 42 Kilo. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Aber ich probiere es nochmal. Nee, 42 Kilo kann ich so nicht heben, nicht so einfach heben. Also, das Ganze steht auf Gummipuffern, ist also super gelagert. Ich kann euch nur sagen, die Maschine ist es wert. Ich habe bezahlt, selbst bezahlt im Übrigen, es ist keine Werbeveranstaltung. Ja, also ich mache hier keine Werbung für Bernardo, das ist ein Austria, Maschinen Austria, wie auch immer. Also das ist von meinem Geld bezahlt und für meine Zwecke auch nur verwendet. Ja, ich habe bezahlt, ich glaube 220 Euro, irgendwie sowas der Richtung, 216 glaube ich. Und für mich lohnt sich es in jedem Fall. Ich habe eine Tischkreissäge, ich habe eine Kappsäge, ich habe eine Tauchsäge und da mehrere Blätter dazu. Ja, die werden halt immer wieder stumpf und wenn man mal überlegt, man bezahlt, naja, 20 Euro bezahle ich jetzt für so ein Tischkreissägeblatt. Und wenn ihr ein Tischkreissägeblatt schleift, öfter schleifen lässt, dann kommt da auch schon ein bisschen Geld zusammen. Jetzt lasst es einfach nicht direkt beim Schleifer einstellen, sondern ihr habt irgendwie so einen Zwischenhändler, der will dann auch noch Geld verdienen, dann kommt Porto noch drauf, dann wird es noch teurer. Also das Ding wird sich lohnen bei mir, da bin ich überzeugt. Das braucht natürlich seine Zeit, bis ich es gerechnet hat, aber investiere ich gerne und habe dann die Blätter geschliffen, da, und zwar zeitnah da. Das ist auch übrigens so ein Argument, was für die Maschine spricht oder was für so eine Maschine spricht, wenn ich sie brauche und nicht, wenn der Schleifer sie mir wieder zur Verfügung stellt. Das ist halt wichtig. Ja, ansonsten, das waren die Maße, das waren die technischen Daten. Ihr könnt die Schleifscheibe natürlich auswechseln, dazu kaufen. Es gibt Diamantscheiben, es gibt Korundscheiben, wie ihr das möchtet. Insgesamt muss ich sagen, ich bin mit dem Schleifergebnis sehr zufrieden. Das gucken wir uns mal, glaube ich, an. Gefühlt ist es schon mal richtig, richtig gut. Aber wir machen jetzt mal eine Nahaufnahme und dazu stellen wir mal die Kamera um. So, ihr seht jetzt hier die Zähne. Ich hoffe, dass es fokussiert. Aber die Zähne sehen richtig, richtig gut aus, geschliffen und gut. Sie sind auch scharf, das kann ich euch sagen. Ja, ich hoffe, das fokussiert echt, weil das Ergebnis hat mich schon beeindruckt. Man muss halt nicht brutal ranfahren, ja, sondern einfach mit Gefühl und dann kriegt man auch ein vernünftiges Ergebnis hin. So, mitgeliefertes Werkzeug habe ich euch bereits gezeigt. Was braucht ihr insgesamt? Ihr braucht einen Imbusschlüssel, ihr braucht einen Schraubenzieher, ihr braucht einen Gabelschlüssel, der dabei ist und zwei kleine Imbusschlüssel, die auch dabei sind, für die Einstellung hier vorzunehmen. Und was ich euch empfehlen kann, ist einfach so ein ganz kleines bisschen Maschinenöl, um einfach diese Flächen auch rostfrei zu halten und auch besser, so dass sie besser laufen. Auch da unten haben wir eine Spindel drin, die kann auch gut geölt werden oder sollte auch ab und zu mal geölt werden. Aber ansonsten ist das Ding eigentlich so nahezu wartungsfrei. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Maschine gefallen hat, wenn euch überhaupt das Thema gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, ist völlig klar. Und ja, lasst mal einfach in den Kommentaren auch da, wie ihr darüber denkt. Würdet ihr euch so eine Maschine kaufen? Ja oder nein? Wenn ihr an meiner Stelle wärt, also wenn ihr einfach viele Blätter habt, immer vorausgesetzt, wenn man ein Blatt hat, na, dann würde ich es mir vielleicht auch überlegen. Aber wenn man eben mehrere Blätter hat und mehrere Sägen hat, dann glaube ich, macht das schon richtig Sinn. Ich freue mich über ein Abo und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.